Meine Herren, erlaubt mir vorzustellen, unsere neue Mechanikerin, Mrs. Alex Davis. Reparierst du die Autos mit deinem Manikürset? Hey. Der war gut. Der war echt gut. Also Jungs, falls ihr Probleme habt oder irgendwelche Beschwerden habt über Mrs. Davis hier, könnt ihr sie bis zum Ende des Tages einreichen. Wir werden dann gemeinsam über sie sprechen. Sie wird vorerst nur heute hier arbeiten, okay? Denn ich denke, sie wird es hier nicht länger aushalten. Also, Miss Davis, ich denke, es wird auch in Ihrem Interesse sein, es nicht zu vermasseln. Denn Sie sehen, wir sind Männer. Und wir lieben Teamgeist. Etwas, das man nur finden kann unter echten Männern. Wenn du verstehst, was ich meine. Also, viel Glück. Wir sehen uns. Habt einen schönen Tag. Bis dann, Boss. Danke, Herr Williams. Ich hab nicht mit dir geredet. Also, ich hoffe, wir werden Freunde. Ja, klar. Also, was hast du? Eigentlich ist Charlie dran mit Service. Halt das. Gut. Okay. Entschuldigen Sie? Oh. Jetzt bin ich dran. Okay, dann bin ich nach dir dran. Auf keinen Fall. Charlie wird wieder nach mir an der Reihe sein. Und wie soll ich anfangen zu arbeiten? Hier. Du kannst anfangen, den Müll zu den Tonnen zu bringen. Kannst du sowas? Was geht, Mann? Hallo, willkommen in unserer Autowerkstatt. Was kann ich für dich tun? Mädel, sind auch Erwachsene da? Ich sehe nämlich keine Waschanlage. Ich bin gerade die einzige Mechanikerin, die zur Verfügung steht. Mein Glück, da sind wir also wieder. Hör zu, ich bin okay damit, aber ich werde dich ganz genau beobachten. Wie auch immer, der Motor macht einige komische Geräusche. Ich erkläre dir auch, was der Motor ist. Das ist das Ding, was das Fahrzeug... Sir, glauben Sie mir, ich weiß, was ein Motor ist. Alles sieht gut aus. Ich besorge mir ein paar Werkzeuge und führe eine Diagnose durch. Warte, was zur Hölle ist das? Wollte ich mein Auto mit Spielzeug reparieren lassen, würde ich meine Tochter fragen. Hören Sie, Lady, ich brauche eine Autowerkstatt, nicht dieses Puppenhaus. Also, was war das denn jetzt? Der halbe Tag ist schon fast vorbei. Und du? Du hast nicht einen Kunden bedient. Und gerade hast du einfach einen weggejagt. Warum machst du so etwas? Hä? Gib mir einen guten Grund, warum ich dich behalten sollte. Du kannst gar nichts. Ich wusste das. Ich verschwende nur meine Zeit mit dir. Also pack deine Sachen zusammen und geh in einen Beauty-Salon oder was Frauen auch immer machen. Es ist mir egal. Bitte. Komm einfach nicht mehr her, okay? Gib mir eine Chance, hä? Wir hatten einen Deal davor. Bis zum Ende des Tages, erinnerst du dich? Ich wusste, ich werde es bereuen, denn ich bereue es. Ich bereue es wirklich. Ich gebe dir noch eine Chance, aber deine letzte Chance. Wenn du es wieder vermasseln solltest, werde ich dir keinen einzigen Cent bezahlen. Hast du das verstanden? Ja. Gut.
Hallo, Miss. Hi. Was haben Sie da? Es ist nichts, ich brauche nur einen Ölwechsel. Nun, ich denke, ich entscheide lieber, ob es wirklich nichts ist. Huh. Wow. Das ist nichts. Miss, Sie müssen alles hier ersetzen. Was bedeutet das? Ich habe das Auto erst vor einer Woche gekauft. Schauen Sie. Sehen Sie? Das ist nicht normal. Okay, ich muss sagen, ich verstehe auch nicht genau, was nicht normal ist. Also, lass uns das wechseln, was gewechselt werden muss. Das ist richtig. Sie danken mir später. Es ist nicht sicher, diesen Eimer zu fahren unter diesen Bedingungen. Okay. Buddy, mach sofort eine Rechnung für 5 Riesen fertig. Die dumme Gans hat keine Ahnung von Autos. Guter Plan, Mann. Echt gut. Hast du gut gemacht. Ihr wollt sie für 5 Riesen abzocken? Betrügt ihr Kunden? Ruhe, du Maus. So funktioniert das Geschäft. Wenn du keine Ahnung hast, halt dich raus, okay? Niemals. Mach schon. Guten Abend, Miss. Guten Abend. Sie kommen für einen Ölwechsel, richtig? Ja, das stimmt. Okay, gehen wir's an. Oh nein, Ihr Kollege hatte gesagt, ich solle alles ändern. Oh nein. Mein Kollege wollte dich austricksen. Mit ein paar unnötigen Reparaturen, also... Okay, in diesem Fall sollten wir mit dem Manager sprechen. Okay. Ich werde ihn schnell holen. Sir, eine Kundin möchte Sie kurz sehen. Wirklich? Hast du sie wieder vermasselt? Nein, es geht um etwas anderes. Alles klar. Es geht, Charlie. Was geht, Boss? Hey, was machst du hier? Kunden abschrecken? Nein, es heißt Betrug. Und es ist eine Autowerkstatt, keine Gasse für Gangster. Hey, pass auf, was du sagst. Was? Die Wahrheit schmerzt? Hör zu. Es gibt nur einen Weg, um das zu klären. Entweder du bestätigst, dass diese Frau 5.000 zahlen muss, oder ich zerstöre dich. Verstehst du? Also, Miss, anscheinend haben Sie ein Problem? Ja, Ihre Automechaniker sagten mir, ich muss wirklich alles austauschen, während mir das Mädchen gesagt hatte, ich müsste nur das Öl wechseln. Also, was genau soll ich jetzt tun? Was? Herr Williams, Sie wollten sie für 5 Riesen abzocken und sie braucht nur einen Ölwechsel. Alles klar, Miss. Es sieht so aus, als gäbe es ein Missverständnis. Meine Jungs sind wirklich professionelle Mitarbeiter. Okay? Und ich garantiere Ihnen, hier bei uns wird niemand ausgenommen. Und zu dieser Frau hier? Momentan arbeitet sie gar nicht mehr hier. Also verschwinde. Was? Aber... Chop, chop! Ich habe genug gehört. Mein Name ist Hannah Jones. Ich bin eine berühmte Bloggerin. Vielleicht haben Sie schon von mir gehört. Ich habe 3 Millionen Follower und ich repariere seit über einem Jahrzehnt Autos. Dieses Mädchen ist die einzige kompetente Person, die in dieser sogenannten Autowerkstatt arbeitet. Und Sie verbreiten Lügen. Sie wollen nur das Geld. Ich werde so eine schlechte Werbung geben, dass kein Mensch hier je wieder herkommt. Alles klar. Ich denke, wir sollten uns jetzt vielleicht alle erstmal beruhigen, okay? Wir können das doch bestimmt wie normale Menschen klären. Das war ein Witz. Also eigentlich war das ein Witz, ja? Wir machen Witze. Ich meine, Sie sind ja unser Jubiläumskunde, richtig? Ja. Ja, und wir geben Ihnen 20% Rabatt. Ach, vergessen Sie es. 25. Okay, keine Lügen. Ich glaube kein Wort mehr, okay? Und du? Wie heißt du? Alex. Alex, ich starte einen neuen Blog über Autoreparaturen und ich glaube, ich brauche einen Profi wie dich. Willst du den Job annehmen? Ja, na klar. Warum nicht? Danke. Was? Danke. Super. Danke. Moment. Was hast du vor? Du kannst uns nicht einfach so verlassen.
Tatsächlich kann ich. Du hast mich vor einer Minute gefeuert. Schau, ich meine, es ist eindeutig ein Missverständnis. Ich meine, lass uns das doch wie normale Menschen klären. Richtig, Jungs? Ja, ich stimme zu. Das Missverständnis ist, dass du mich gefeuert hast, denn in dieser Situation möchte ich alleine gehen. Tschüss. Hey, Prinzessinnen. Das ist für euch. Ja, nehmt schon. Ihr könnt's verkaufen, wenn ihr arbeitslos seid. Ja, ciao. Hey, liebe Abonnenten, wir haben heute tolle Neuigkeiten. Bist du aufgeregt, Alex? Natürlich bin ich. Bist du bereit? 1, 2, 3, los!